Moin Leute, was geht ab? Ich bin's wieder zu einer neuen Folge Satisfactory. Die vierte müsste das jetzt sein. Kommt an einem Samstag. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen Start in die Woche. Wenn man das so sagen darf. Definitiv. In die Woche. Nee, ins Wochenende. Jetzt habe ich mich gerade selber verplappert. Das war nicht beabsichtigt. Ins Wochenende, beziehungsweise Samstag ist ja schon Wochenende, aber ich habe es gestern einfach ein bisschen verkackt, bin ich ehrlich. Genau, wir haben jetzt alle Ressourcen, die wir brauchen. Das heißt, wir können jetzt das Hub starten. Ah ja, genau, für das war das Teil zuständig. Stimmt. Milestone reached. Several new foundations in the event. Tschüss. Gut. Genau. Und mit der haben wir halt jetzt einfach die Möglichkeit, dass wir halt jetzt einfach das hier theoretisch alles bauen können. Das werden wir auch irgendwann mal noch machen. Definitiv. Aber nicht jetzt. Definitiv nicht jetzt. Theoretisch wäre halt dann das hier jetzt am sinnvollsten. Heißt, wir werden gleich das auswählen. Da brauchen wir jetzt 300 Draht. Mal gut, dass wir da schon Haufen haben. 150 Stahlplatten und 150 Stahlstange. Kupfer haben wir ja sogar schon hier. Also Kupfer müssen wir nicht mehr rausnehmen, weil Kupfer haben wir so viel. Kupfer haben wir wie Sand am Meer, die Dinger. Also wirklich. Ich glaube, ich stelle hier jetzt hat. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Scheiße. Wobei, doch könnte ich. Doch, warte, klar kann ich. Indem ich die einfach mal rausnehme. Und ich jetzt sage, Rezept auswählen, Kabel. Und jetzt knall ich dem hier einfach mal wie hier um die Ohren. Dann kann er jetzt erstmal Kabel herstellen. Das ist 10.000 mal wichtiger. Weil die werden wir auch irgendwann brauchen. Hier wird jetzt erstmal wieder fleißig produziert. Und zwar Eisenstangen. Da brauchen wir jetzt Eisenstangen, sei es selber schon. Eisenplatten natürlich. Können wir mal gucken, ob wir Eisenstangen selber herstellen können. Ne, tatsächlich nicht. Aber ihr seht, also wir könnten sogar theoretisch selber 200 Eisen-Dings bauen. Das ist krass. Ja gut, wir können aber Eisenerz noch her, Eisenbahn tatsächlich noch herstellen, weil wir noch ein bisschen Eisenerz da haben. Das ist ganz gut. Dann machen wir das mal ganz schnell. Dann kann man nämlich die Eisenstangen vielleicht auch noch so herstellen. Ich mach das mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Ich bin gerade dabei, hier die Eisenstangen zu machen. Also wir haben jetzt 101 Eisenstangen. Konnten wir gleich schon mal produzieren. Das ist dann schon mal ganz gut. Wir haben jetzt hier noch 46. Dann haben wir sogar schon das, was wir... Ah nee! Ach stopp! Wir brauchen 140. Wir brauchen 150. Stimmt, wir brauchen gar keine 100, wir brauchen 150. Genau, und ich würde halt vielleicht dann irgendwann mal gucken, dass wir hier wahrscheinlich so ein großes Plateau bauen, wo wir dann wahrscheinlich aber nur eine einzige Fabrik drauf bauen. Das ist halt das, weswegen ich wahrscheinlich mein Hub und so irgendwann auch umbauen werde. Wir werden dann hier zwar eine riesen, also wir werden gucken, dass wir hier dann wahrscheinlich eine große Fabrikhalle hinbauen. Aber dafür will ich ja auch erstmal die Förderbänder und das alles haben, weil das 10.000 mal mehr Sinn ergibt dann. Und dann können wir hier halt richtige Produktionsstätten bauen, also halt auch wirklich mit allem. Und dass wir das dann halt auch immer upgraden. Da müssen wir halt dann aber nur gucken, wie wir das genau machen. Da müssen wir dann Förderbänder, Schmelzofen vorne und dann das da und das da und ihr wisst es. Ne? Gut. Deswegen werde ich das Ding hier tatsächlich schon mal niederknibbeln. Weil das wird man später definitiv nicht brauchen.
Heißt aber wiederum auch, wir müssen für diese Teile auf alle Fälle genügend Ressourcen haben. Das ist das A and O an der ganzen Geschichte. Wir müssen später genug Sachen für das haben. Das heißt, wir brauchen später mehr wie genug Beton und mehr wie genug Stahlplatten. Sonst reicht uns das nicht aus. Ich würde auf jeden Fall vorne auch eine Rampe noch einbauen. Wahrscheinlich direkt eine... Achso, nee, das ist nur die Höhe, ne? Ja, müssen wir mal gucken, welche Rampe da am besten Sinn ergibt. Halt wahrscheinlich die, die wir halt am besten fürs Fundament dann benutzen. Damit wir da zur Not irgendwann dann auch mal mit einem Auto reinfahren können, wenn wir das müssen. Hier haben wir theoretisch einen Beobachtungsturm. Ich fand den bis heute immer noch unnötig, aber den kann man zur Not mal bauen. Der braucht nicht so viel. Genau, dann haben wir das. Da kommt ja dann bald noch das Neue dazu. Hier haben wir einen Biomasse-Generator. Den kann man zur Not irgendwann auch mal noch bauen, definitiv. Und genau. Hier haben wir jetzt noch den Weltraumlift. Uiuiui, aber da brauchen wir ziemlich viel. Da brauchen wir 500 Beton, 250 Stahlplatten, 400 Stahlstangen und 1500 von den Dingsplatten hier. Genau, aber jetzt haben wir tatsächlich nur noch mal umswitchen auf Eisenstangen, weil da haben wir bis jetzt nur 105. Das heißt, das passt auch wieder rum. So, wir können mal gucken, läuft der Sand noch? Ja, wir müssen noch laufen, ne? Ey, Beton, ich sag dazu immer Sand, wir sollen nicht Kalkstein. Der läuft aber tatsächlich noch, das ist ganz gut. Ne, und dann würde ich tatsächlich, wenn wir das Förderband-Dingens und so haben, auch gucken, dass wir dann wirklich hier eine riesengroße Produktionshalle und so hinklatschen, wo wir dann alles auch noch deutlich strukturierter aufbauen. Und auch das Ganze mit der Stromverkabelung dann deutlich besser lösen werden, hoffentlich. Und dann hier, wie gesagt, eine riesengroße Halle hinklatschen, wo das dann alles reinkommt. Das kann dann wegen mir auch 2-3-stöckig sein. Das geht theoretisch auch natürlich mit dem Förderbandlift. Dann können wir da halt auch erstmal wirklich alles produzieren. Also alles, alles, alles. Deswegen werden wir dann auch gucken. Ja genau, das Ding haben wir ja erst in Stufe 2 tatsächlich mit dieser Teilmontage, aber das macht nichts. Das können wir sogar theoretisch noch vor der Feldforschung machen, weil ich finde die Feldforschung komplett unnötig. Meiner Meinung nach, aber das ist Geschmackssache. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr so allzu viele Stangen, das geht. Oh, ja, der ist natürlich leer, ganz klar, aber wir haben immerhin 139 Kabel produziert, das finde ich ist ganz gut. Und jetzt können wir erstmal wieder Draht ballern, damit auch der wieder was zu tun hat hier. Und wie gesagt, das würde dann später quasi alles automatisiert laufen, dass der Draht dann auch rausgeht, der dann zu Kabeln verarbeitet wird und das dann später irgendwann noch weiter verarbeitet wird, wenn man es braucht. Weil es wird natürlich nach und nach auch immer mehr rauskommen, natürlich, klar. Wir werden ja am Ende noch so viele Sachen produzieren müssen, da wirst du nicht mehr fertig auf Dauer. Ist halt wirklich so, also da muss man dann auch wirklich alles automatisieren, das ist ganz, ganz schlimm. Also gerade wenn man dann hier so in Richtung 5er, 6er Phase kommt, boah, da wird es dann ganz... Da wird hier schon schlimm, aber da wird es richtig. Ich weiß gar nicht, was bringt denn das Feld überhaupt? Die dazu neue und exotische Materialien zu analysieren, die auf fremden Planeten gefunden wurden. Mit der MAM unterstützt die F&A-Pioniere dabei, wertvolle Daten und nutzbare Forschungsoptionen und neue Technology zu erwerben. Ja gut, das mit der Karte ist halt theoretisch ganz geil, aber ansonsten... Ich würde danach dann trotzdem erstmal lieber, glaube ich, das andere erstmal machen. Das ist mir wichtiger mit dem Fabrikator, damit wir den dann auch erstmal haben. Mal erstmal sie reinklatschen. Zack. Zack. Und zack. Abfahrt. Milestone reached. Conveyor belts can...
Fix it encourages you to consider invest if you breathe the. Gut, dann gehen wir jetzt hier rein und gehen jetzt in Phase 2 und machen hier jetzt einmal das da. Da brauchen wir halt richtig. Also da brauchen wir sogar Schrauben mittlerweile. Da brauchen wir jetzt 200 Kabel, also jetzt müssen wir sogar Kabel produzieren wie die Weltmeister. Wir brauchen 200 von den Dingern hier. Deswegen, ich werde hier viel wahrscheinlich auch selber produzieren. Aber weil 10.000 mal mehr Sinn ergibt. Aber wir können auch einfach hier oben gucken, da müsste eigentlich so viel drin sein. Ist schon relativ viel drin, ne? Weil der produziert ja auch so extrem schnell, der macht ja 120 pro Minute, also. Dass wir uns da erstmal ein bisschen was selber hinlegen. Weil das wird jetzt schon ein Stück dauern tatsächlich. Auch 500 Schrauben herzustellen wird arschlang dauern. Weil wir das Ganze natürlich auch... Wir müssen natürlich jetzt Eisenstangen herstellen, um aus den Eisenstangen später dann das machen zu können. Deswegen, ich glaube, die Schrauben mache ich lieber mal mit der Hand. Gut, ich hätte sogar noch, ich könnte sogar noch 200 Draht machen und 20 Kabel. Muss ich nur mal gucken, wie viele Kabel habe ich denn? Muss ich gleich mal gucken. Das dauert aber halt auch ewig, ne? 146 Kabelinskis habe ich. Wenn ich jetzt hier die 20 Stück erstmal mache, dann muss ich das später nämlich nicht umstellen, habe ich 166, komm, dann machen wir doch das erstmal. Da werden wir zwar auch noch ein bisschen was brauchen, klar, aber... bei Weitem nicht ganz so viel wie bei den anderen Sachen, weil das wird schon ziemlich übel später. Oder soll der ausreichen, glaube ich, an den Kabeln? Ja, das reicht ja locker, Digga. Wir haben ja jetzt schon über 200. Gut, passt. Das können wir auch nochmal schnell produzieren. Damit wir da zur Not genug haben. Gut. Aber man sieht schon, also die Dinger, die halten schon tausendmal länger. Wir haben ja jetzt noch 131 da drin. Und 200 gehen da Maximum rein. Also das passt. Drüben werden jetzt erstmal weiterhin noch Kabelinskis produziert, wobei die brauchen wir ausnahmsweise theoretisch sogar nicht mal, aber das ist jetzt erstmal egal. Hier werden Stangen produziert wie die Weltmeister. Die brauchen wir tatsächlich, wie Sand am Meer. Also das ist sogar relativ wichtig hier. Eisenstangen. Dass wir Eisenstangen herstellen können, weil nur mit den Eisenstangen können wir halt diese 500 Schrauben. Und man sieht, selbst das reicht noch nicht aus, weil selbst mit 108 Eisenstangen können wir gerade mal 432 Schrauben machen. Und selbst das dauert mir viel zu lang. Okay, das mache ich später lieber dann doch alles in den Producer, glaube ich. Das ist dann, glaube ich, doch deutlich sinnvoller. Weil er produziert das doch schon ein bisschen schneller. Doch, doch, der macht das schon deutlich, deutlich schneller. Weil wir haben jetzt insgesamt sogar schon 100 Eisenstangen. Ah, wir können das doch stacken. Okay, das muss ich nicht. 200 Eisenstangen brauchen wir und dann können wir erstmal umschalten. Beziehungsweise theoretisch brauchen wir mehr, aber... dann können wir erstmal umschalten. Wobei, was wir theoretisch aber trotzdem herstellen könnten, wäre Eisenplatten. Ich mach das hier mal ganz kurz ready, Leute. Ja. Genau, ich hab jetzt. Ach so, ja, ich hab die Eisenbahn jetzt mal fertig gemacht. Dann können wir jetzt immerhin mal ein paar Stangen, Eisenplatten herstellen. Eisenstangen, nenn es wie es wolle. Eisenplatten, Stahlplatten, nenn es wie es wolle. Dann können wir die jetzt immerhin schon mal erstmal herstellen. Das ist auch wichtig.
wir hier erstmal die Stangen. Alter, wir brauchen ja 300 von den Dingern. Oh, 200 Jahre, Alter. Na guck, wir können jetzt immerhin 600 von den Dingern hier herstellen, will ich aber gar nicht. Aber das ist gut zu wissen, wartet mal. Dann stellen wir das Ganze jetzt mal irgendwo. Das sollte ja gehen. Wartet mal. Umstellen hier auf Schrauben. Und dann mal rein da. Der macht 40 pro Minute, das ist schon relativ viel. 40 pro Minute ist stark, Leute, das wird stark. Das Ding ist wahrscheinlich auch schon fast randvoll. Ich glaube, die haben eine Kapazität von 500 oder so, also die haben schon relativ viel. Kupfer werden wir später noch relativ viel benötigen. Kann man eben jetzt schon 32, das ist einfach krass. Wie viel wir da schon haben. Ah. Haben wir schon. Ja gut, das kann jetzt noch ein Weilchen dauern. Ich produziere das mal alles für euch durch, Leute, und dann sehen wir uns wieder, wenn wir damit fertig sind. Ich weiß, ich stoppe jetzt aktuell sehr viel, aber ich glaube, es ist für euch halt einfach öde, weil ich kann in der Zeit halt nichts machen, sondern halt nur zu gucken, wie das alles produziert wird, weil ich in der Zwischenzeit halt nichts anderes machen kann. Wäre es halt schon sinnvoll, wenn ich halt dann immer stoppe, damit ihr euch das nicht unnötig angucken müsst. Und wir sehen uns, wenn das Ganze fertig ist. Bis denn. So, Leute, da bin ich wieder. Hat es ein bisschen länger gedauert. Also für euch war das nur eine ganz kurze Sekunde. Für mich hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, ich bin jetzt gerade noch dabei, hier die Platten zu produzieren. Ich habe jetzt schon 200 produziert. Also ich habe auch ein bisschen was mit der Hand noch gemacht. Stangen haben wir mittlerweile auch 202 da. Die Schrauben sind ja mittlerweile auch schon vollständig. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Platten. Da brauchen wir jetzt halt quasi noch ein bisschen was und dann passt das. In der Zwischenzeit habe ich, by the way, auch den hier und den hier schon wieder geleert, weil da passen ja nur 500 rein und die haben halt genau 500 gebraucht. Deswegen waren wir schon ein bisschen schnell unterwegs. Genau. In der Zwischenzeit könnten wir hier aber schon mal wieder ein bisschen grün farmen. Zack, 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 zack. Zack, 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 damit wir wieder ein bisschen mehr Biomasse herstellen können. Und das ist, wie gesagt, bekanntlich wichtig. Zack, 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 zack. Hier ist so viel Grün, das wird ja locker fit. Später mit der Kettenmotorsäge wird das dann schon 1000-mal besser. Auch 10-mal schneller. Ich weiß nicht, ob man dann so große Bäume auffällen kann, aber das kleine Gestrüppel hier kann man auf jeden Fall 10-mal schneller machen. Was immer ein großer Vorteil ist. Einzige, was mich hier tatsächlich ein bisschen nervt, ist, dass wir hier nirgendwo in der Nähe so Bären haben. Das ist halt echt ziemlich beschissen, weil die sind halt eigentlich recht gut, wenn man mal... Ich meine, jetzt ist es aktuell nicht so wichtig, weil wir diese Tiere gerade aktuell nicht da haben. Aber es wäre halt irgendwann mal sinnvoll, wenn wir dann mal weiter weggehen, dass wir solche Bären hätten, dass wenn wir angegriffen werden und schneller regenerieren können. Oder die vielleicht auch einfach mal während im Kampf fressen, weil sonst verrecken wir wieder alle 400 Mal und dann gar keinen Bock drauf. So, und dann produzieren wir jetzt hier erstmal wieder Biomasse, das ist dann aber auch erstmal wieder mehr wie genug. Weil da haben wir jetzt hier dann nämlich 650 und von dem Holz allein schon 400. Wir können einfach 40 verstärkte Eisenplatten herstellen, das ist schon krass.
mal, mein Inventar ist einfach gleich voll. Perfekt. Dann filmen wir die Dinger hier erstmal wieder auf. Gut. Dann schauen wir mal, wie viel wir hier drin mittlerweile schon haben. 62. Das können sogar ausreichen. Boah, das reicht sogar. Krass. Dann lass hier aber mal gleich. Ja, wobei, lasst erstmal das drin. Das ist, glaube ich, erstmal okay. Dann gehen wir jetzt hier hin und können jetzt hier erstmal alles einsetzen, was wir brauchen. Die Stangen. Das da. Das da. Und dann das da. Abfahrt bitte. Milestone reached. The assembler can create, including the first project part, project by com- no, do not. Okay. So. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir als nächstes gucken, was wir als nächstes bauen. Wir können als nächstes Hindernisbeseitigung machen. Dann hätten wir hier nämlich auch einen festen Biotreibstoff. Da brauchen wir nicht so viel. Da brauchen wir theoretisch nur 500 Schrauben, 100 Kabelinskis und 100 Sand. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Heißt, wir stellen hier doch noch mal schnell um auf Eisenstangen. Hier haben wir jetzt erstmal 208 Grad drin. Der langt erstmal. Dann können wir dann erstmal umstellen auf Kabelinskis und setzen jetzt den Draht hier erstmal mit ein. Dann haben wir den erstmal. Sand haben wir sowieso schon wie Sand am Meer. Wir könnten theoretisch den nehmen, man kann aber auch einfach den anderen nehmen. Das reicht so oder so aus. Wir haben auch immer noch 17 Kabel, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Hier wird jetzt erstmal wieder schön mies produziert. Eisenstangen brauchen wir jetzt tatsächlich erstmal ein paar mehr, deswegen das wird knusprig. In der Zwischenzeit könnten wir aber tatsächlich trotzdem schon mal was gucken. Und zwar, was wir jetzt so alles für diese Konstruktionen und Wände und so brauchen. Boah, Wände werden glaube ich auch krimi. Aber Wände werden halt ziemlich, ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob man die irgendwann anmalen kann, aber ich glaube schon, dass man die irgendwann anstreichen kann. Wäre halt schon ziemlich geil, da einfach so eine Produktion draus zu machen. Und das werden wir hier auch hinkleistern. Wir werden jetzt hier nicht eine Gigafabrik hinbauen, weil das würde hier absolut keinen Sinn ergeben. Ich glaube, ich würde sogar eher eine 2 Meter bauen, die genau. Weil dann haben wir definitiv kein Gestrüpp mehr drin. Dann haben wir damit auch schon mal weniger Problem. Und das Geile ist, die Teile kann man halt jetzt super hier anziehen. Jetzt fehlt Beton, aber. Also sorry, aber den haben wir wie Sand am Meer. Den haben wir ja wirklich wie Sand am Meer. Wir bauen jetzt. Wir können jetzt schon mal. Wir können jetzt ja schon mal so ein paar Fundamente vorbauen. Dass man halt schon mal so ein bisschen eine Vorarbeit leisten. Aber natürlich wird bei Weitem nicht alles funktionieren. Noch nicht alles funktionieren, weil wir noch gar nicht alles haben. Wieso läuft der hinten? Ach so, ja, weil er gerade voll ist. Weil der hier nicht hinterher kommt. Weil der langsam ist. Ach so, nee, weil der gerade Kabel produziert. Ich habe nichts gesagt, passt schon. Schlimm, der produzierte gerade unsere Kabel, weil wir Kabel brauchen. Sonst würde er wahrscheinlich weiterlaufen. Nee, aber ich probiere halt jetzt erstmal hier so weit, so gut erstmal das höchste Fundament zu bauen, was es theoretisch gibt. So, erstmal überall hier hin zu klatschen. Wir werden das am Ende wahrscheinlich 4 oder 5 oder 6 breit bauen. Klar, wir brauchen hier natürlich eine ordentliche Fläche für die ganzen Construction und so. Ab hier geht dann natürlich erstmal nichts mehr, aber das ist auch erstmal okay. Wir wollen ja erstmal so ein bisschen so einen Anfang bauen hier. Also, natürlich bringe ich den hier nicht mehr weg, oder wie? Doch, oder? So, perfekt. Ja, und es wird dann natürlich später noch alles umgebaut. Die Dinger kommen natürlich nicht mit in die Halle, die werden dann natürlich hier vorne schön mit einer aufgebauten Wand durchgebaut und passt das. Gut, das lang. Wir können wieder umstellen. Auf Draht. Abfahrt bitte. Danke. Ja, wir haben auch schon mal 53 Stangen. Reicht natürlich bei weitem noch nicht. Wir können mal gucken, wie viele wir mit 93. Ja, gut. Könnten mit 93 Stangen oder mit 80 Stangen sogar. Wir haben ja sogar nur 80.
Nee, Spaß. Wir haben insgesamt 53 und könnten noch 18 produzieren mit den Eisenbahnen, die wir da haben. Das machen wir jetzt auch mal ganz schnell. Mit denen können wir dann insgesamt noch 284 produzieren. Also so allzu viele brauchen wir gar nicht mehr. Wir können mal gucken. Wir können jetzt 324 produzieren. 500 brauchen wir. Ein bisschen dauert es dann doch noch, aber das sollte gehen. Genau, ich würde das Ding ja quasi hier einfach komplett durchzimmern. Einmal von links nach rechts komplett durch die Strecke. Dann haben wir da einfach eine große Halle, wo wir das dann später schön reinbauen können. Ja, das wird vielleicht viel Handarbeit werden, aber vielleicht baue ich mir da auch einfach nur diese kleinen Popelminer und irgendwo so den Kack-Schmelzofen hin. Und eine so eine Produktion, wo wir dann immer wieder durchswitchen könnten. Das könnten wir rein theoretisch irgendwann mal bauen. Damit das Ganze nicht ganz so schlimm wird. Ne? Weil wir werden da später natürlich schon einiges brauchen. Man muss aber auch mal ganz klar natürlich dazu sagen, dass wir vieles, wie gerade den Beton hier und so, natürlich auch zwischenspeichern können. Müssen wir halt viele Eisenstangen zwischenzeitlich produzieren. Nicht Eisenstangen, Eisen. Eisenplatten. 396 können wir das produzieren. Okay. Also wir brauchen da schon ein bisschen was. Ich würde aber sagen, das war's erstmal für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Und genau. Schreibt auch gerne in die Kommis, wie ihr das so findet. Bla 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 und den ganzen anderen Krams halt. Schaut unten bei meinem Podcast vorbei. Schaut auch bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Der müsste mittlerweile eigentlich verlinkt sein. Und schaut auf alle Fälle auch. Abo nicht vergessen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.